Brecht, Seeräuber Jenny, ja, Polly aus Drei Groschenoper. Und man hat dann zweigleisig gefahren, also ja, eben diese Charakterfach und Gesang. Mhm. Inzwischen kam Zufall, dass ich diesen deutschen Produzent kennengelernt habe, das war Horst Lippmann und Fritz Rau. Okay. Die haben in Jugoslawien, damalige Jugoslawien, war das Konzerttournee veranstaltet mit Ella Fitzgerald oder Modern Jazz Quartett. Und die haben mich bei einem Jazz-Festival kennengelernt, wo ich Moderation für jugoslawisches Fernsehen gemacht habe. Okay. Und dann kam so durch die Gespräche, was ich so mache, und dann haben sie eine Sendung von mir gesehen, wo ich ein Volkslied sang, so ein ganz altes, nur mit der Gitarre. Ja. Und das fanden die so toll, haben gesagt, wir würden gerne so eine Langspielplatte mit Folklore aus ihrer Heimat machen. Ich habe gedacht, die versprechen nur und die werden Reise nach Deutschland und vergessen. Mhm. Aber ich habe mich geirrt, die sind immer wieder gekommen und wir haben dann diese erste Langspielplatte gemacht mit jugoslawischen Folklore-Lieder. Das dann auch mein Image geprägt hat. Später wurden die übersetzt in der deutschen Sprache und so. Ja, so entstand eigentlich eine Gesangskarriere, die gar nicht geplant war. Gab es dann auch noch weitere Personen, die für Sie wichtig waren, für Ihre Karriere in Deutschland? Ja, das gab eben diese, was jetzt Kult ist, diese Winnetou-Filme, die in meine Heimat gedreht worden sind. Und dadurch kam eine Popularität, obwohl die Rolle eigentlich sehr klein war. Aber weil das diese Winnetou 1 war mit Mario Adolf als Partner, er war mein, also im Film war er mein Partner. Und es ist inzwischen Kult. Also das ist irgendwo auch für mein Land, für Kroatien wunderbar, weil die Touristen kommen jetzt auch die Orte zu sehen, wo die Filme gedreht worden sind. Und das sind auch inzwischen fast alle Nationalparks geworden. Toll. Das ist Plitvice Seen oder Paklenica oder die Wasserfälle von Krka. Ja, genau. Also es ist wirklich sehenswert. Also ich trommle jetzt ein bisschen Werbetrommel für Tourismus in meine Heimat. Ich möchte ganz kurz auf Ihr musikalisches Talent zu sprechen kommen. Und zwar, Sie sind ja eine sehr temperamentvolle Frau. Welche Musik mögen Sie mehr? Folklore, Jazz? Ich habe jetzt was Neues, und zwar ein kroatischer Udo Jürgens wird mit mir ein Duett machen. Also wir werden jetzt bald ins Studio gehen in Zagreb, und das sind wunderschöne dalmatinische Kanzone, kann man sozusagen. Sehr melodisch, sehr romantisch, sehr auch temperamentvoll, diese Tempowechsel. Ja, das, was eigentlich auszeichnet unsere Folklore. Und diese Lieder werden wir auf Deutsch aufnehmen. Die schönsten, Bernd Meinunge hat tolle deutsche Übersetzung gemacht für diese Lieder. Und ich hoffe, dass das hier bestimmt Erfolg wird, weil er ist ein traumhafter Sänger. Ich würde vorschlagen, wir stoßen noch mal an und dann singen Sie mir was vor. Oh nein, okay? Ohne Musik, ohne... Wir singen ja etwas. So. Ich mache ein bisschen den Rhythmus, okay? Dann würde ich etwas Kroatisches singen. Sie werden nicht viel verstehen, aber es ist sehr, sehr melodisch. Und es geht so. Da mi je s tobom poči mare, još jednom kroz naš Marijan, o tome svak noći snivam, da li će doći taj dan. Ta divna splitska noć u luci male barke, ti sjeti se mene i naše ljubavi žarke. Und so weiter, wunderschön. Und so weiter, und so weiter. Ich habe zwar den Text nicht verstanden, aber ich habe gespürt, der Text muss was mit Liebe zu tun genau, haben. Genau, Ljubav heißt Liebe. Oh, ich habe es nicht gewusst. Puschiertes Steinbuttfilet. Ja, wunderbar. Auf ich bin Fisch, wissen Sie das? Ich bin geborene Fisch, dritter natürlich. Und liebe auch Fisch. Und unser Hund kommt aus Kroatien. Und sie liebt auch Fisch. Wenn man ihr Fisch serviert, dann dreht sie durch.
Frau Reiter, wissen Sie, was ich entdeckt habe? Das Frühlingsgemüse hatte ich noch vergessen. Passend zur Mode. Ja. Na gut. Zum Schmetterlinge. Sehen Sie, Sie haben 3 Scheiben Fisch aufeinander. Ihre Zahl 3. Darf noch etwas Wein sein? Für mich gerne. Ja, danke. Schmeckt gut, aber... Ja, sehr, sehr gut. Ich kann nicht so viel vertragen. Ein bisschen mehr. Ja, das ist damit lieb. Das Gespräch nicht allzu oft unterbrochen wird. Dankeschön. Ja, wir haben ja gehört, dass Sie jetzt eine Art oder eine andere Art von Musik machen. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, was Sie Ihren Zuhörern vermitteln möchten. Jedermann weiß ja auch, dass Sie ein sehr großes Herz haben, was Humanität angeht oder humanitäre Einrichtungen, soziale Einrichtungen. Mhm. Das war ja auch immer ein Teil Ihrer vergangenen Lieder. Und jedermann weiß auch, dass Sie Ihrem Heimatland Kroatien ja vieles und Großes getan haben. Wie kann man sich das vorstellen, dass in einer Person diese vielen Projekte, die Sie mit begleiten, wie kann man das als eine Person leben und auch verwirklichen? Ich muss etwas sagen, hier in Deutschland war die Hilfsbereitschaft so enorm. Ich könnte es alleine nicht schaffen. Wir hatten ja Lebensbrücke, das ist ja, ja eine Organisation für notleidende Kinder, nicht nur in Jugoslawien, sondern die sind für die ganze Welt da. Die haben mit mir in den ersten Jahren im Krieg über 10-mal runtergefahren mit Konvoi von 6 riesigen Lastwagen voll Nahrung, voll medizinischen Geräte. Und also es war wirklich wunderbar, was hier in Deutschland für Hilfe geleistet wurde für mein Land. Und das würde ich nie vergessen. Ich habe da eine große Achtung für deutschen Volk, die wirklich immense Sachen gemacht haben da. Schön. Ich würde gerne mit Ihnen, Frau Reiter, nochmal auf Ihre Karriere zurückkommen. Der Abend ist eigentlich viel zu kurz dafür, um über die ganzen Themen... Wir müssen uns nochmal treffen. Markus, wir machen das ganz privat, ohne Kameras. Also, wir treffen uns nochmal privat und ich habe eine Einladung von Ihnen nach Kroatien. Nicht, dass Sie mir das vergessen. Nein. Was gibt's jetzt? Es tut mir leid, dass ich Sie jetzt unterbrechen muss. Es tut mir sogar sehr leid, außerordentlich leid, wenn Sie das verstehen, nachvollziehen können. Es ist nicht immer so in der Karriere eines staatlich geprüften Oberkellners, dass er ein so enges Verhältnis zu seinen Gästen hat, wie das in Ihrem Fall sagen der Fall Sie ist. Sagen Sie uns ehrlich, wir sind zu lange hier. Möchten Sie einen Schluck Wasser? Wenn Sie jetzt vielleicht fertig essen wollen, dass wir uns dann später in Kroatien verabreden können. Ja. Sehr gut. Danke. Sehr charmant. Sehr charmant. Sehr charmant, aber deutlich. Um den Oberkellner gerecht zu werden, hätte ich noch ein, zwei Fragen. Die sind mir noch wichtig. Sie waren ja auch die Ehefrau von Liz Humphries. Ja. Blicken Sie gerne auf diese Zeit zurück? In einer Hinsicht ja, weil ich einen wunderbaren Sohn geschenkt bekommen habe. Okay. Aber eigentlich möchte ich diese Epoche meines Lebens verdrängen. Ja. Doch. Okay. Gut. Auf was freuen Sie sich in der Zukunft, in nächster Zeit? Ich freue mich auf meine Heimat. Jetzt bald werde ich besuchen Kroatien, auf meine Familie unten. Und ich freue mich, dass wir alle gesund sind und dass ich noch so nette Partner habe wie heute Abend. Dass es mir möglich ist, im Fernsehen so ein Gespräch zu führen, weil Sie haben etwas von mir erfahren und die Zuschauer. Und ich glaube, die haben auch ein bisschen Bild richtig gerückt von mir bei so einem Gespräch. Okay. Deswegen bin ich Ihnen dankbar. Bitte schön. Und ich freue mich auf die 3 Einladungen, die Sie mir ausgesprochen haben heute. Auf das trinken wir. Jetzt zum Wohl. Zum Wohl. Markus, Sie waren ganz, ganz toll. Ich freue mich. Ich hatte auch ganz viel Lampenfieber. Das hat man nicht gemerkt. Na gut. Auf Sie. Dankeschön. Auf uns. Auf uns.